Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir die letzten 2-3 Level hier gemacht. Rutsche ins Verderben, neben diese Kirschen. Und Wetter hat keinen Leim putzen. Und jetzt machen wir Schritten im Wald. Sie sind gestrandet und zwar am Ufer der finsteren Pirateninsel Scully. Wir warten drei einfache Aufgaben auf sie. Sie müssen feindliche Piraten besiegen, unsere tapferen Kapitänin, der immer noch im Fock unseres erbärmlichen Schiffes sitzt, und schließen das in der Lagune verankerte Piratenschiff stehlen. Schließlich, also. Entweder das oder sie poolen weiter mal aus dem Schiff, Zwieback, wie ihnen das besser gefällt. Bitte. Ja. Weiter. Mein Schluck auf von der letzten Aufnahme ist auch weg. Hab ich ja Trick 17 benutzt. Einfach während ich die Luft angehalten habe, einfach was getrunken. Man soll auch irgendwie rückwärts trinken, ne? Wie geht denn das, bitteschön? Ja, ist weg und ich bin so zufrieden. Also los. Nun sitzen wir also auf dieser Insel fest. Wenn wir rauskommen, müssen wir den Feind besiegen. Und sein Schiff entführen. Oh. Der Kapitän scheint in der Klemme zu sitzen. Sie müssen es irgendwie schaffen, den Kapitän sicher auf die Insel und danach das Schiff zu lotsen. Ob sonst nichts ist. Wow. Ich glaube, wir haben eine richtig coole Truppe jetzt hier. Warum habe ich immer so arme Sachen hier? Oh, das ist Rainer, genau. Ich bin die Roten immer. Muss ich mir merken. Scorby, okay. Ich könnte eine Bazooka in dem rein schießen, aber meine Güte, hab so das Gefühl, das tötet ihn nicht. Was? Er ist da oben. Ja, ich habe den Schlauchbock geklaut. Oh nein. Du Sackgesicht! Ma, wie kannst du das machen? Was war das denn? War ich eigentlich irgendwo fest? Ich mache erstmal ein paar andere Leute hier kaputt. Am besten mit. Gib mir doch mal anderes, außer immer diese 0815 Sachen. Da, das ist ein Werkzeug. Her damit. Balken. Ah, okay. Ich sehe schon, wofür das nützlich sein könnte. So. Wer möchte mal ganz schnell verrecken? Wer ist mit dir? Zack! Verdammt! Okay, ja, Meeresgrund. Sehr schön. Oh nein. Überhaupt mit den Skillshots, ey. Captain, dich holen wir gleich. Keine Sorge. Eins nach dem anderen, College. Hier meine so 0815 Basukas und so, ey. So, du, wie wär's mit dir? Zack. Nein. Verdammt. Oh, da ist auch noch einer. Ist der gerade Badass da unten? Cutlass, also. Wow, pass auf. Ich die Kiste kaputt machen, Mann. Wir müssen jetzt irgendwie schaffen, den Kapitän sicher auf das auf die Insel und dann auf das Schiff zu lotsen. Okay. Ah, ja. Ich muss den Kapitän spielen, okay. So, dann. Aber das ist viel zu groß, ey. Ach ja, ich kann mich danach nicht mehr bewegen. Und jetzt hier jetzt volle Möhre auf den, oder? Nein! Oh, gut. Doch. Da, ihr könnt nicht einfach gerade ausschießen. Ihr müsst immer so was hier veranstalten, ne? Ich meine, immer einen auf Epic zu machen, ne? Ja, wo ist denn hier unten noch einer? Wupp!
Oh, ich habe nur Bazookas und Granaten, ne? Die ganze Zeit. Ma. Rainer, na? So, du da hinten. Oder du. Nein, die landen immer irgendwo. Verdammt, ich hab mich auch weh getan, ey. Ich hab mir auch weh getan, meine ich. Die landen immer irgendwo sicher. Zum Glück treffen die gar nichts, ey. So, seid ihr beide da. Die Krise. Da unten hinter uns ist auch noch irgendjemand. Bams! Sehr gut. Wie David Jones. Zu dir mal. Ja gut, jetzt geht dein Ding runter. Wie kann er da stehen, ey? Wie? Oh, der kann gar nicht treffen. Bin voll aus dem Konzept gemacht, als ich den da drauf geballert habe, ne? Nein, ich habe nur Granaten. Ich habe ein Problem. Durch den D da treffen, ey. Gib mir Bazookas. Das Zeitalter der Piraten, ich brauche Bazookas. Verdammt. Bazookas, Bazookas. Ja. Oh Mann. Ja, mit denen komme ich nicht klar. Wie? Ah! Wie von 1000 auf 25? Ah! Ja, Sommer! Müsste der Captain wieder dran kommen, ne? Okay. Ja, ich möchte mich bewegen. Yeah. Ich dann nicht, muss ich halt aufheben. Bäh, was auf dem Strand? Ja. Nein! Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein! Nein, der muss sterben, der Typ. Ich habe nur meine verdammten Granaten, ey. Ich brauche Bazookas. Soll ich denn da hochkommen, ey? Ich komme da nicht mehr hoch. Also wieder hoch. So, wo ist noch einer? Du, komm her. I have to kill ya. Stirb. Nein. Was zum Teufel? Ey. Ich bin das gegen die Birne geworfen, ey. Der muss wenigstens eine Gehirnerschütterung haben davon. Oh ne. Nein! Bob! War voll intens gerade irgendwie. Aha. Ich muss den Bazooka langsam mal kriegen, ey. Mit Kanal kann ich nichts anfangen. Wer war kein Bazooka? Nein! Nein! Bazooka. Sag mal, macht der halt extra? Ey! Wie ein Jetpack!
Nein! Da war Dreck! Nein, du schießt dich auf den Captain! Nein! Ich würde so eine riesige Wand davor aufbauen, ey. Was hat der Dreck? Ich will keine Granaten, Mann! Warte, da liegt noch was. Komm schon, eine Bazooka. Maha! Nein! Was ist denn hier los auf einmal? Okay, ich werde aber wohl irgendwie schaffen, oder? Vor allem, ich muss die auch noch alle töten, ne? Wo schießt er? Nein! Wäre das wieder nur ein paar Sekunden. War. Ey, was war das denn? Ja, okay. Ey. Was ist das denn? Boah. Ja, da ist ja alles schief gegangen, was hätte schief gehen können, ey. So, als erstes mache ich mal erstmal hier alle platt, habe ich so das Gefühl. X marks the spot, my A. So, versuch mal wieder die Strategie. So, jetzt komm schon, du fliegst jetzt da rein, ey. Danke. Das Schlauchboot gehört jetzt auch mir. Oh Mann. Daneben. So, dann spare ich meine Bazookas jetzt mal ein bisschen besser auf. Das heißt, ich muss mit jeder treffen. Ich hatte hier nur 4 Bazookas. Hm. Ich auch getroffen? Egal, hat sich gelohnt. Wie kann ich nur so leben? Nein! Nein, nein! Oh, oh Gott! Der Trainer hat wieder Skill bewiesen, ey. Das ganz gemütlich machen wir dann noch. Oh geil. So, komm mal her. Hey, erinnerst du dich an die? Nö. Jetzt schon. Weg. Oh, sehr gut. Den haben wir auch ein bisschen angekratzt. Wie auf Rainer. So. Wie kann man so noch unten und so haben wir das schon mal. Oh, ist das ein Idiot, ey. Der hat seinen Kollegen genauso viel abgezogen wie mir. Ja, wie komme ich jetzt hier hin? So, okay. Kriege echt absichtlich nur Granaten. Ja, schon mal erstmal den abschießen, weil ich glaube, der da unten ist nicht so gefährlich. Ich muss ihn aber treffen.
Nein, die fliegen nicht runter, die Typen. Oh, er steckt in der Schatzkiste fest, ey. Vor allem die haben voll die Bazookas hier, aber ich bin mit Granaten um mich kämpfen. Lass mich reiner kommen. Ja. So knapp. Aber schießt ein paar Finger weg. Genauso. Verdammter Dreck. Ist ja auf so einem Mini-Abhang und den darf ich nicht. Nein, nein, nein. Boah. Hey, was ist das hier? Hi, na? Explosive Stimmung hier, ne? Jawohl, ich hab einen Platsch gehört. Boah, der ist da reingefallen, ich hab's genau gesehen. Und die überleben hier aus irgendeinem Grund alles. Ja, okay, ich bin schon auf dem Weg. Captain, töte auch jemanden. Nee, lass mal. Hä, warum ist denn die Anzeige auf einmal so blöd? Nein, ich brauche noch einen Balken. Da drin. Ich glaube, ich benutze sogar lieber einen Balken. Zack. So, was jetzt gebracht hat, weiß ich nicht, aber naja. Wie Schrotflinte. Ah! Aber den kannst du nicht töten. Der bleibt mit einem KP noch übrig. Aber pff. Okay. So, also nur der Typ, ey. Gibt's euch, dass ich den nicht zu fassen krieg? Wir gehen die Bazookas langsam aus, ey. Jawohl. Ich habe so im letzten Moment noch gemerkt, ich bin irgendwie zu tief gewesen. Ja, gleich, wenn ich nur noch Granaten übrig habe, habe ich keine Chance. Nein, William. William. Boah, ich habe, glaube ich, nur noch eine Bazooka, ne? Komm schon. Oh, sehr gut. Der ist immer noch am Leben. Oder? Nein, Gott sei Dank. Wollte schon sagen, wenn der jetzt immer noch gelebt hätte, ne? Babs. Geht zum großen Wurm im Himmel, ey. Ja, komme ich hier lebend raus? Ich hab's irgendwie mit der Level, kann das sein? Warum taucht denn jetzt hier kein Jetpack auf, Mann? Oh, Hilfe. So. Ja, klatsch mit der Granate in der Hand. So, ich war was für eine Level, ey. Dafür habe ich Gold bekommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Wieso kriege ich für sowas Gold, ey? Aber irgendwie, weiß ich nicht. Alles nur nicht Gold. Wenn er endlich mal merken wird, dass man dafür einen Schlüssel braucht. Ne? Und dass in der Kiste immer irgendwas ist, was ihn töten will, ey. Aber sagen wir es ihm besser nicht. Ja, Granaten, von denen haben wir schon genug gesehen, der Level gerade. So, Schütteln im Walde. Abgeschlossen. Ich falle zu Füßen. Okay. Ich würde sagen, diese Mission machen wir in der nächsten Folge.
von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.